Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Inori LP und wir spielen zusammen Everybody's Gone to the Rapture. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du mit dabei sein möchtest. Ja, dieses Spiel ist von 2015 und ich selbst kenne das Spiel noch nicht. Das heißt, ich habe mir noch gar kein Let's Play dazu angeschaut und weiß auch nicht so wirklich, worum es geht. Also ich spiele das Spiel hier blind. Ich habe mir höchstens einen Trailer angeschaut und ein paar Bilder. Das, was auf Steam halt zu sehen war. Und es, ich weiß, dass man halt die Umgebung erkunden muss und wir müssen herausfinden, was dort passiert ist. Und ja, ich würde sagen, wir starten das Spiel. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ich war vorhin einmal kurz drin, um zu gucken, ob das Spiel läuft. Läuft alles. Ich würde sagen, wir starten jetzt ein neues Spiel. Ja. Everybody's Gone to the Rapture. Ich bin Dr. Catherine Collins. Ich weiß nicht, ob dies jemals jemand hört. Es ist alles vorbei. Ich bin als Einzige übrig. The Shiny Swoon Presence. Everybody's Gone to the Rapture. Erstmal ein sehr schöner Ausblick hier mit der mit dem Sonnenaufgang und mit der Umgebung. Ah ja, ich kann mich bewegen. Sehr schön. Also die Grafik gefällt mir persönlich schon mal sehr gut. Also ihr seht, man sieht hier die Straßen und die Bäume so richtig schön. Auch die Baumrinde, guckt euch die mal an. Also richtig detailliert, finde ich. Richtig schön. Ja, jetzt erstmal ein bisschen erkunden. Erstmal gucken, wo wir hier sind. Schauen wir mal. Hier komme ich nicht durch. Was ist denn das? Ein Observatorium. Ein Observatorium. Okay, da komme ich leider nicht durch. Schade, schade. Kann ich hier irgendwas machen? Oder vielleicht kriege ich das doch auf. Hier? Nee. Leider nicht. Schade. Oh, dann gehe ich hier rein. Hallo? Keiner da. Hier ist ein Radio. Ich werde so lange senden, wie es mir möglich ist. Wenn ich recht habe, kann man das Signal auf der anderen Seite des Tals empfangen. Das Ereignis hat Spuren hinterlassen. Wir verstehen es noch nicht, aber wir arbeiten daran, es irgendwie zu begreifen. Du kannst die Spuren nutzen, um zu finden, was du suchst.
Die Antworten, sie sind alle hier. Die Antworten sind im Licht. Okay. Das ist diese Kate, die hat ja eben schon mal gesprochen und sie hat gesagt, sie ist die Einzige, die überlebt hat. Und sie sendet immer wieder. Sie will wohl jemanden erreichen. Also hier muss irgendwas passiert sein, wodurch die ganzen Menschen hier verschwunden sind. Und sie ist die Einzige, die überlebt hat. Ah ja, hier haben wir so eine Karte von den Sternen und von den Sternbildern. Okay. Und hier haben wir eine Karte von der Umgebung. Wir sind jetzt gerade hier. Okay. Hier klingelt noch ein Telefon, aber ich will mich hier erstmal umgucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann. Boah, guckt euch mal diesen Schwamm an. Der ist ja groß. Ja, hübsches Bild. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Lesen darf ich nichts. Schade. Hätte ich gerne gelesen. Das haben wir ja eben schon mal gehört. Das sind irgendwelche Koordinaten vielleicht, was sie da immer wieder durchgibt. Ich weiß es nicht. Da war auch das Observatorium zu sehen. Auf den Bildschirmen. Aber da komme ich leider nicht rein bis jetzt. Ich gucke mich hier einfach mal ein bisschen um. Irgendwo klingelt es auch noch. Ah, wir kommen näher. Hier. Guck mal an. Dies ist eine Sondermeldung des Komitees für Katastrophenschutz. Aufgrund der ungewöhnlichen Umstände unterliegen Radio und Fernsehen in diesem Gebiet ab sofort dem KFK gemäß der Krisenbereitschafts- und Handlungsverordnung von 1982. Lassen Sie Radio- und Fernsehgeräte jederzeit eingeschaltet. Bleiben Sie zu Hause und meiden Sie Kontakt zu anderen. Führen Sie keine Telefongespräche außerhalb des Orts. Verfallen Sie nicht in Panik und bleiben Sie ruhig. Lassen Sie diesen Sender eingeschaltet für Neuigkeiten. Okay, das war irgendwie so eine Durchsage für die Mitbürger hier. Man soll keinen Kontakt zu anderen Menschen haben und ich soll auf jeden Fall das alles weiter verfolgen. Okay. Hier ist eine Absperrung. Hier geht's also nicht weiter. Gott, was ist denn hier passiert, dass das so abgeschottet wurde? Weil so sieht die Umgebung ja ganz heiler aus. Also es ist jetzt nichts verwüstet und nichts kaputt hier. Das sieht ja alles ganz friedlich hier aus, sag ich jetzt mal. Was ist das? Okay. Irgendein Licht? Okay, was soll ich jetzt genau damit machen? Okay, ich kann das irgendwie hin und her bewegen. Bringt das denn auch was? Also eine Erklärung wäre ganz schön gewesen.
Leuchtet das wie verrückt? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was das soll. Aktiviere ich da irgendwas mit? Oder was wird das? Ich weiß gar nicht, ob ich das da unten nachmachen soll oder ob ich auf einer Stelle bleiben soll. Irgendwie verändert sich das aber. Ich weiß gerade nicht, was ich damit machen soll. Das Spiel gibt auch irgendwie keinen Hinweis, was ich damit machen soll. Außer das da unten. Soll ich das denn einfach nachmachen? Aber es bringt ja gar nichts. Ja, keine Ahnung. Oh. Ich versuche nur meine Arbeit zu machen. Sie beide werden in dieser Schicht als Einzige hier sein. Ich sage ja nur, falls der Strom fürs Haupttor ausfällt, kommt niemand mehr ins Observatorium rein oder raus. Dafür gibt's ja die Notfallgeneratoren. Gott, warum diskutieren wir das überhaupt? Kommen Sie ja nicht zu mir gerannt, wenn Sie hier festsitzen. Wenn wir hier festsitzen, können wir ja wohl kaum zu Ihnen rennen, oder? Überlassen Sie uns einfach die Denkarbeit und Sie können wieder Blätter zusammenfegen oder Glühbirnen auswechseln. Zufrieden? Dann Abmarsch! Arschloch! Das war wirklich unnötig. Nur weil du sauer auf mich bist, musst du es nicht an allen anderen auslassen. Kate, können wir einfach drüber reden? Nein, Steven, mir reicht's. Ich will nur weg von hier und heute Abend ist die beste Gelegenheit dazu. Du machst die Systeme bereit, ich gehe zu Turm 6. Kate. Ich liebe dich. Das weißt du, oder? Ja, das weiß ich. Na los, fangen wir an. Ah ja. Okay, dieses Licht hat wohl so eine Art Erinnerungen geweckt. Wir haben hier gerade so ein Gespräch gesehen. Da war auch wieder die Kate. Und der Steven ist wohl ihr Mann, ihr Freund, wie auch immer. Und die haben sich irgendwie gestritten mit, ich glaube, dem Hausmeister, weil er hat gesagt, wechseln Sie Glühbirnen aus oder so. Jetzt kann ich auch durch. Sehr schön. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Hier sind überall kleine Blümchen. Niedlich. Die leuchten so. Ist ja witzig. Ach genau, jetzt sind wir auf der anderen Seite der Absperrung. Und da ist schon wieder dieses Licht. Ich glaube, ich soll dem Licht immer folgen. Kann das sein? Jeremy. Okay, Jeremy. Jeremy ist ein Männername. Schöne Musik dazu. Das Licht war da lang, ne? Tja, danach zu urteilen, scheinen die das mit dieser Quarantäne wohl wirklich ernst zu nehmen. Falls Mrs. Borden hier lang gegangen ist, bevor die Straße gesperrt wurde, werden wir sie wohl nicht finden. Nicht bis diese Sache vorbei ist. Das ist aber mehr als nur seltsam. Ich meine, das hier ist Jordan, um Himmels Willen.
Es war doch nicht nötig, so grob zu werden. Na, wenn Sie so besorgt sind, dass Sie bereit sind, die Straßen zu sperren, würde ich annehmen, dass Sie es doch für nötig halten. Eins ist klar, niemand von uns geht vorerst irgendwo hin. Aber er hatte ein Gewehr, ein Soldat mit einem Gewehr in Shropshire. Die Welt ist völlig verrückt geworden. Ich glaube, ich schreibe an meinen Abgeordneten. Tun Sie das, Barb, und ich überbringe den Brief persönlich für Sie, sobald diese Absperrung wieder weg ist. Ach, kommen Sie, Barb. Ich kann nicht den ganzen Tag entlaufenen Rentnern hinterherjagen. Die Praxis öffnet sich nicht von selbst. Und ich muss Paracetamol nehmen, wenn wir zurück sind. Ich habe ganz plötzlich Kopfschmerzen. Okay, hier war jetzt irgendwie ein Gespräch zwischen einem Arzt und einer anderen Frau. Und hier ist auch wieder alles abgesperrt da hinten. Und das muss ja richtig schlimm gewesen sein, weil... Ich meine, wenn da ein Soldat mit einem Gewehr steht und, naja, die hier alles abschotten. Ne, da kann ich nicht rein. Das ist schon krass. Also es ist keine Kleinigkeit, was hier abgeht. Es klingelt. Ach, das ist dieser Ort, den sie eben erwähnt hat. Ja. Ja, ich gehe ja ran. Hier liegen irgendwie überall Sachen rum. Wer ist da? Hallo? Kate, falls du das hörst, du musst das optische System ausschalten. Es nutzt das Observatorium als Kanal, um zu uns zu gelangen. Und es breitet sich schon jenseits des Tals aus. Kate, das dürfen wir einfach nicht zulassen. Es wird stärker. Ich rufe Clive zurück und zwinge ihn, den Luftschlag anzuordnen. Ich sehe einfach keine andere Chance mehr. Hallo, hören Sie mich? Wir brauchen Hilfe. Funktioniert. Wer sind Sie? Scheiße, legen Sie sofort auf! Sofort auflegen! Es ist im Telefon! Okay. Ich gehe nie wieder ans Telefon. Was war das denn jetzt? Was hat da so geschrien? Und was ist im Telefon? Das gefällt mir nicht. Das finde ich nicht schön. Auf jeden Fall waren Schreie zu hören und das war Steven, der Ehemann von Kate. Der wollte irgendeinen Luftschlag anordern. Sind das andere Wesen, die hier uns besucht haben? Oder was war das? Ach, hier haben wir wieder sowas. Ich glaube, man muss es irgendwie einstellen. Ich weiß bloß nicht wie. Ah. Sei nicht so hart zu dir selbst. Jeder wird mal zurückgewiesen. Du nicht. Ach, komm schon. Wir überarbeiten einfach die Daten und reichen es nochmal ein. Deine Grundidee ist gut, nur deine Zahlen stimmen nicht ganz. Sei bloß nicht so gönnerhaft. Ich bin doch nicht gönnerhaft. Ich halte dich für einen wirklich genialen Mann, Dr. Appleton. Hör zu. Ich bin hier. Wir sind zusammen, du und ich. Die Konstellation morgen. Das ist dein Ding, ja? Du hast die Chance gesehen und alles berechnet. Auch wenn sie es nicht erkennen. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt soll ich mich besser fühlen? Steven. Siehst doch mal positiv. Für die Leute hier bist du ein Held. Der verlorene Sohn, stimmt? Wundert mich, dass man dir zu Ehren noch kein Denkmal errichtet hat. Ja, ja, lach du nur. Aber ich wette, der Gemeindevorstand hat schon ein Unterkomitee drauf angesetzt.
Willkommen daheim, Dr. Appleton. Touché. Okay. Da haben wir wieder eine Erinnerung von Kate und Steven. Ich glaube, das sind auch so die Hauptcharaktere, die beiden. Es ist ganz interessant, dass man das so einstellen muss. Das ergibt irgendwie so eine Art Blume, hatte ich das Gefühl. Ich würde hier... Oh, speichert auch gerade, das passt. den Part beenden. Ja. Also wir... Na, haben wir eigentlich was erfahren? Ja, eigentlich haben wir nur erfahren, dass die Stadt, dieser Ort hier, unter Quarantäne gestellt wurde. Und irgendwas... ist im Telefon. Also hier treibt irgendwas in den Unwesen. Wir werden auf jeden Fall herausfinden, was es sein wird. Ich hoffe, dir hat der erste Part von Everybody's Gun to the Rapture gefallen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über dich freuen. Bis dann, deine Inori LP.